Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir sind natürlich wieder bei Tabs unterwegs, um herauszufinden, welche schlechte Einheit die beste schlechte Einheit ist. Gut, falls ihr die restlichen Matches noch nicht gesehen habt, am Ende des Videos ist eine Playlist verlinkt, könnt ihr mal reinschauen. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, gerne auch ein Like und ein Abo dalassen, damit wir die 500 Abonnenten diesen Monat endlich schaffen und ich mein Q&A raushauen kann. Q&A geht auf meinen Kanal, da ist ein Video verlinkt, da könnt ihr dann dementsprechend Fragen an mich stellen, die ich dann in meinem Q&A zum 500 Abonnenten Special gerne beantworten möchte. So, heutiges Matchup. Wir sind schon in den letzten Matchups der Vorrunde und wir sind beim Raptoren angekommen. Der Raptor. Wir machen jetzt zuerst die 4000 Punkte. 4000 Punkte Raptoren und wir kämpfen gegen... Leider, den Skeleton Warrior. Ich sage leider, weil ich von beiden Einheiten wirklich viel halte. Ich mag die Raptoren. Also ihr seht es ja an meinem Bild. Ich stehe einfach auf Dinos. Aber ich stehe auch echt auf die Halloween-Sachen. Dementsprechend mal gucken, wer jetzt hier gewinnt. Die Raptoren haben sich schon selber dezimiert. Sind natürlich super schnell unterwegs. Springen jetzt hier rein. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die Raptoren jetzt... Ja, bye bye Raptoren. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Die Raptoren haben echt keine Chance gehabt. Das lag aber jetzt auch schier daran, dass die jetzt hier mit... Die sind tatsächlich mit 50 Einheiten, krass. Dass die mit 50 Einheiten natürlich erstens viel mehr sind. Warum hüpft ihr denn die ganze Zeit rum? Guckt das mal. Bleibt ihr mal still? Nein, die können nicht still bleiben. Okay, dann gehen wir nochmal auf Secret und machen noch mehr Raptoren. 30 an der Zahl kommen noch dazu. Krass. Okay, dann heißt, zweites Matchup, 50 gegen 50, 10.000 gegen 4.000 Punkte. Aber die werden sich halt, die dezimieren sich halt selber schon so viel. Guckt euch das an. Die springen halt und rennen halt einfach sowas von in ihren eigenen Tod. Ja, aber hier, die Skeletons sind halt durch ihre Fähigkeit einfach so krass. Krasser Scheiß. Ich hab's nicht erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht erwartet, dass das so krass ausgeht. Na gut, vielleicht machen wir am Ende noch ein paar Experimente. Aber jetzt müssen wir erstmal die Matchups richtig weiterbringen. 4000 Punkte für die Raptoren, 4000 Punkte für die Skeletons. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es eigentlich fast egal, wer von denen hier gewinnt, weil ich beide einfach irrsinnig cool finde. Aber... mein Herz schlägt ein bisschen natürlich für die Raptoren. Ich mag einfach Dinos. Ich hoffe, dass die gewinnen, aber es sieht gerade im Moment echt schlecht aus. Die Fähigkeit ist halt einfach... Gerade in dem Matchup hier Raptoren gegen Skeletons ist die Fähigkeit von den Skeletten einfach zu krass. Und das liegt einfach daran, dass die Raptoren einfach zu schnell sind. Und sobald die einfach verzaubert sind, rennen die einfach in ihren eigenen Tod. Seht ihr? Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein verdammt großes Problem. Hätte ich nicht gedacht, aber der Zufall, der hat entschieden, dass diese Einheiten gegeneinander kämpfen, also müssen diese Einheiten gegeneinander kämpfen. Fertig. So. Also, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ich habe die Matchups tatsächlich ausgelost. Oh. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das jetzt die Raptoren gewinnen... aber die schaffen es vielleicht... Ja, doch. Die könnten das schaffen. Das könnte hier noch ein Aufholmanöver werden. Zwei Skelette sind noch übrig. Was ist da? Was hat der? Der hat ein Skelett einfach auf dem Kopf. Alter, das ist ein Turm an Raptoren hier. Es steht jetzt 3 zu 1. Es steht 3 zu 1 für die Skelette. Aber wir haben jetzt natürlich noch das Final Destination Matchup. Und im Final Destination kämpft 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Und wenn die Skelette es nicht frühzeitig schaffen, den Raptoren nach unten zu befördern, könnte ich mir gut vorstellen, dass hier tatsächlich der Raptor das Ding gewinnen könnte. Weil wenn der Raptor den natürlich angreift und der einfach nicht so viele Attacken einstecken kann, das Skelett, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das 2 gegen 2 und das 1 gegen 1 noch für den Raptoren ausgeht. Und dann sind wir bei einem Unentschieden. Und dann müssen wir nochmal ein endgültiges, finales Final Destination machen. Mit 3 gegen 3.
Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, wer von den beiden jetzt hier das Match gewinnen wird. Ich hoffe auf den Raptoren, damit es nochmal richtig spannend wird. Aber wie gesagt, es ist, ja, das Matchup kann ich... Oh Gott. Das war super knapp. Der wäre jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden runtergesprungen. So. Skelett 2 ist da. Raptor 2 ist da. Ich bin echt aufgeregt. Oh, und der Raptor auch. Der tanzt schon. Okay. 3, 2, 1, los. Das geht wieder für Raptor aus. Ich glaub's einfach nicht. Okay. Dass wir überhaupt 3 Stück davon hier drauf kriegen. Okay, spooky. Okay, endgültiges und letztes Matchup für diese Einheiten. Punktemäßig natürlich deutlicher Vorteil für die Raptoren. Es steht gerade im Moment 3:3. Das ist mit Abstand bisher das closeste Matchup. Wir hatten schon einige close Matchups. Wir hatten schon einige Matchups, die deutlich unausgeglichen waren. Aber dieses hier ist bis jetzt das Spannendste und mir klopft das Herz bis zum geht nicht mehr. Auf die Plätze. 3, 2, 1 und los. Oh Gott. Das gewinnt das Skelett. Oh Gott. Die Skelette haben es im letzten Match nochmal rumgerissen. Es stand 3:1 für die Skelette. Es ging ins 3:3. Und in der Verlängerung schafft das Skelett tatsächlich den Elfmeter zu verwandeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr die weiteren Matches nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und ciao.